Das Halbzeitmatch steht auf dem Programm. Unsere Tag Team Champions, die Usos, diesmal ohne Rikishi, gegen Thorn von TN 61, also Team 61, und Kofi Kingston. Und Kofi hat ja schon Erfahrung in Teams bilden mit anderen. Das letzte Match war ja vor Extreme Rules, wo er ja mit Connor von der Ascension gegen die Usos angetreten ist. Ich glaube, jetzt hat er noch einen weitaus technischeren Partner an der Seite. Also ich finde, die beiden ergänzen sich auch sehr gut. Gut, ich weiß jetzt natürlich auch nicht, was mit den jeweiligen selben eigenen Partnern ist. Also mit Big E, Langston, Xavier Woods oder Nick Miller, glaube ich, heißt er. Von TM61. Keine Ahnung, was mit denen ist. Also so imbar sind die Usos nun auch nicht. Schließlich haben sie das letzte Match ja auch verloren gegen... Ja, stimmt, das war gegen Breezango. Dann haben die beiden ja auch verloren. Also die Usos können ruhig mal ihren Titel aufs Spiel setzen. Ich glaube, die haben ihren Titel noch gar nicht verteidigt. Ja gut, lässt sich ja auch nichts dran ändern. Und er kriecht hinfort. Kriecht zu Kofi und da gibt es den Hot Tag. Und Kofi, der zeigt hier, dass er was kann. Fängt sich hier jetzt aber einen Konter ein. Also irgendwie kriege ich in dem Match aber mehr auf die Fresse als alles andere. Obwohl, das habe ich im letzten auch gesagt und im ersten habe ich das, glaube ich, auch gesagt. Mit Sammy haben wir auch gewonnen. Und jetzt gibt es einen Vertical Suplex. Aber die haben ja vorhin nur darauf gewartet, also die Usos, dass hier von den Tag macht. Wahrscheinlich wollen die beiden Kofi aus dem Verkehr ziehen oder irgendwie sowas. Ich kann es nicht wissen. Jetzt gibt es erstmal den Wechsel mit Shane Thorn. Ja, da wird der Ref mal kurzerhand einmal außen vor gelassen. Und, oh! Moonsault vom zweiten Ringseil. Nice, nice, nice. Und jetzt sehen wir, was sehen wir vor allem Dingen. Oh, eine ganz tolle Kombination. Ja, er hat es aber noch geschafft. Also Jimmy Uso konnte noch schnell Jay einwechseln. Und Elbow von Kofi Kingston. Gut, Kofi immer noch einer der besten Tag-Team-Wrestler. Was war das jetzt? What the fuck? Ich sag jetzt nicht das andere. Das K verschluck ich mir jetzt. Also irgendwas stimmt mit diesem Spiel momentan absolut von bis gar nicht. Man kriegt kaum Punkte. Signature-Moves verschwinden. Und jetzt geht's in die Ring. Ecke von New 61.
Oder Team Day. Nee, New 61 gefällt mir da noch besser. Und Backdrop von, weiß gar nicht, wer ist es momentan? Ich meine Jimmy. Es ist Jimmy. Und Superkick! Seitens Jimmy Uso. Und jetzt gibt's den Whip-In in die Ringecke. Und ich glaube, das wird jetzt, ja, das wird der Tag-Finisher. Und oben drüber. Eieiei. Ja, ich weiß nicht, wo der her sein Comeback hat. Auf jeden Fall, die Ausdauer ist aufgebraucht. Ja, Kofi, der pfeift hier aus dem letzten Loch. Und da gibt es jetzt den Tag mit Shane Thorn. Gut, warum auch nicht? Gegen den guten Jay Uso. Ah, ich glaube, dieses Match wird ein bisschen länger noch. Und ihm vertragen die auf einmal so sau viel. Okay, Cover jetzt. Ah, jetzt gibt es den Wechsel mit Jimmy. Mit Jimmy Blue. Natürlich nur ein Scherz, ich meine natürlich Jimmy Uso. Oh, Jimmy auf dem Seil. So. Schnauze gestrichen. Ja, Whip-In wird gekontert und ein Vorarm. Und Kopfschere, aber was für eine. Aber wo hat der Typ jetzt eigentlich seinen Special Move? Signature. Achso, ja. Ich glaube, das habe ich letztes Mal aber auch schon geguckt. Und der Clothesline from Hell. Oh, abgetaucht. Oh, ha. Und jetzt nimmt er ihn hoch. Wird das ein Mount Drop oder so? Das, nö. Not really. Also Shane Thorn, der gibt hier richtig, richtig Gas. Ist klar, der Whip-In wird natürlich gekontert. Naja, dann. Und ein Snap-Suplex und... Ich bin eigentlich auf ihn zugelaufen, aber... Lassen wir mal... Okay, wieso greift der nicht? Ich drücke X. Ja, wahrscheinlich keine Ausdauer. Okay, hab nichts gesagt. So, jetzt geht's in die Ringecke. Und jetzt so und Stingface. Naja, gut, bei Rikishi ist es ein bisschen. Ja, ich drücke Dreieck. Wieso? Hallo. Ihr hört es. Es passiert aber nichts. Warum passiert hier nichts? Sorry, Leute, aber ich verstehe dieses Spiel allmählich nicht mehr. Also bald brauche ich dieses Spiel. Also bald werde ich dieses Spiel nicht mehr spielen. Wenn das nicht bald mal hier ein bisschen nachgepatcht wird. Und ein Suplex nach draußen. Aber was sind hier für Bugs drin seit dem letzten Update? Gott, das ist doch nicht mehr normal.
2K, was macht ihr da für einen Scheiß? Ah, ich glaube, sich darüber beschweren bringt rein gar nichts. Und jetzt so ein Close-Up vom Hell. Himmelarsch und zugezwirnt. Jetzt Cover. 1, 2, Kick-Out. Wow, das war eine Last-Ride-Powerbomb. Und einfach mal das Cover hinterher. Reicht das denn für den Sieg? Ja, da kam ein gewisser Herr nicht schnell genug. Und ich meine Jimmy, ja doch, Jimmy Uso verliert das Match. Und Thorn gewinnt das Match für sein Team. Das war jetzt aber auch ein Abbruch, dieses Match. Okay, wir kommen. Ach, jetzt kriegt man wieder mehr Punkte. Naja. Auf jeden Fall, wir kommen jetzt zum Pre-Main Event of the Evening.